Herzlich willkommen zur 12. Ausgabe der Brandung. Dieses Mal weniger brandenburg-spezifische bzw. Brandenburger Piratenspezifische Themen. Wir hatten in der Landesgeschäftsstelle den Finanzrat der Piratenpartei zu Gast und dort wurde darüber beraten, wie die staatliche Parteienfinanzierung unter den Landesverbänden gerecht aufgeteilt werden könnte. Bereits auf dem letzten Bundesparteitag in Bochum gab es ja schon einen Antrag zur Satzungsänderung, der leider durchgefallen ist, weshalb wir keine Regelung haben, wie die Gelder, die sehr ungleich von der staatlichen Parteienfinanzierung an die Landesverbände ausgeschüttet werden, innerhalb der Piratenpartei gerecht verteilt werden könnten. Dass es da natürlich unterschiedliche Auffassungen gibt zwischen Flächenländern und Stadtstaaten, das ist ganz selbstverständlich. Und das hat auch anfangs hier und da immer mal Reibereien gegeben und da gab es auch heiße Diskussionen. Aber letztlich ist der Finanzrat zu einer Entscheidung gekommen und wird dem Bundesparteitag in Neumarkt einen Antrag empfehlen, um die Parteienfinanzierung gerechter zwischen den Landesverbänden aufzuteilen. Die Idee zu diesem Podcast war jetzt hier relativ spontan und da ich selber in der Materie und in den einzelnen Vorschlägen, die dann letztendlich zu dem Vorschlag des Finanzrates für den Bundesparteitag gekommen sind, nicht tief drin stecke, möchte ich euch von meinem Gestammel weitestgehend verschonen. Und werde jetzt nach und nach die O-Töne einspielen. Dazu haben wir Piraten aus Sachsen, Bayern, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Berlin und Brandenburg vors Mikro bekommen. Und dort werdet ihr dann etwas mehr inhaltlich von den beteiligten Finanzratmitgliedern hören. Und wenn ihr nachsehen wollt, wer da im Einzelnen gesprochen hat, schaut im Blogpost nach. Da habe ich, so es mir möglich war, die Wiki-Seiten verlinkt, ansonsten die Twitter-Seiten. Und versucht, diesen Antrag publik zu machen und zu erklären, warum es wichtig ist, dass der in Neumarkt angenommen wird. Und wenn ihr Rückfragen habt, wendet euch an die Finanzratmitglieder aus eurem Landesverband und ja, tretet in Diskurs. Das ist wichtig. Vielen Dank an alle, die sich Zeit genommen haben, kurz ein Statement ins Mikro zu sprechen. Und ich entschuldige die Amateurhaftigkeit dieses Podcasts. Das ist auch das erste Mal, dass ich sowas zusammengestückelt habe. Also, wenn da jemand die einzelnen O-Töne haben möchte und was Besseres draus machen kann, ich gebe sie gerne raus. Einfach anmelden kurz. Vielen Dank und viel Spaß mit den O-Tönen. Kevin, du bist vom Landesverband Sachsen und warst jetzt auch bei dem Finanzrat-Treffen in Potsdam dabei. Erzähl doch mal bitte, warum ihr euch hier zusammengefunden habt. Ja, Ziel war es, den innerparteilichen Solidarausgleich für die Parteienfinanzierung hier zu beschließen und einen Beschluss zu fassen, der alle Landesverbände irgendwie zufriedenstellen kann. Und was war da die Ausgangslage? Also mit welcher Arbeitsauftrag wart ihr hingekommen, beziehungsweise mit welchen Grundlagen hattet ihr schon, als ihr hier ankamt? Nun, die Grundlagen waren ein abgelehnter Satzungsänderungsantrag vom letzten Bundesparteitag in Bochum. Entsprechend war das auch emotional recht wichtig. Es geht um relativ viel Geld für unsere Partei und es geht ja darum, dass alle damit arbeiten können. Und entsprechend war auch die Ausgangssituation eher angespannt und wir mussten uns wirklich erstmal frei diskutieren und das haben wir dann an dem ersten Tag auch sehr intensiv getan. Die Folge war, dass wir am Abend des ersten Tags zwar ziemlich fertig waren, aber dann doch auch bereit, aufeinander zuzugehen. Die Antragsteller, die da waren, haben sich dann nochmal zusammengesetzt, haben nochmal miteinander besprochen, was denn eigentlich die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Anträge sind, worauf man sich dann einigen kann. Und wir waren uns allen klar, es muss eine Lösung geben. Wir müssen jetzt einfach irgendwo auch mal Kompromissbereitschaft zeigen, haben alles nochmal zusammengeworfen, teilweise auch die Nächte um die Ohren gehauen und am frühen Morgen dann schon wieder weitergearbeitet, damit wir dann am zweiten Tag etwas hatten, an dem wir arbeiten konnten. Und das hat sich auch gezeigt, am zweiten Tag nach dem Vortag waren auch alle bereit, aufeinander zuzugehen. Und das hat am Ende zum Erfolg geführt. Wunderbar. Und kannst du ein bisschen ausführen, wie jetzt das Ergebnis aussieht? Weil es gibt ja dann einen Antragsvorschlag für den Bundesparteitag wieder vom Finanzrat, wie der so aussieht und was da so die Besonderheiten sind. Mhm.
Er ist relativ gut zu verstehen. Es werden alle Zahlungen der Parteienfinanzierung an die Länder genommen. Jedes Bundesland darf die selbst erwirtschaftenden Einnahmen quasi abziehen von diesen Zahlungen und die behalten. Der Differenzbetrag wird eingezahlt in einen großen Topf. Davon bekommen die Bundesparteien einen festen Betrag. Da konnten wir mit der Bundesschatzmeisterin ausrechnen, was denn wirklich benötigt ist, dass sie nicht zu viel und nicht zu wenig bekommt. Und da sind wir bei 15% rausgekommen, was so ein Kompromisswert wirklich war, mit dem wir leben konnten. Und der Rest wird dann nach dem Erfurter Schlüssel auf die Länder verteilt. Der Erfurter Schlüssel besagt halt, 50% werden als Sockelbetrag verteilt, gleichmäßig, und dann die 25% anhand der Fläche und 25% anhand der Einwohnerzahl. Wobei wir jetzt hier wirklich sagen müssen, der Gesamtbetrag im Topf ist groß geworden, der Sockelbeitrag ist recht groß und damit konnten wir am Ende sogar auch den kleineren Stadtstaaten noch ein Stück entgegenkommen. Wunderbar. Und was ich jetzt am Anfang, ich bin ja nicht im Finanzrat und habe das nur so ein bisschen beobachtet, das hat absolut gar nichts zu tun mit der mit den Beiträgen, die der Bund aus den Mitgliedsbeiträgen bekommt und die da aufgeteilt werden. Nur, dass das nochmal als Klarstellung auch mit drin ist. Ne? Also das hat damit nichts zu tun, sondern es geht nur um die Parteienfinanzierung. Das ist richtig. Also wir haben jetzt nicht eine Umverteilung von irgendwelchen Mitgliedsbeiträgen irgendwie anfassen wollen. Es ging wirklich nur um diese Zahlungen, die vom Staat quasi uns zugutekommen. Super. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen an die Mitglieder oder war es das eigentlich alles? Und dann? Also wir haben heute echt gezeigt, dass man auch bei sehr kontroversen Themen am Ende, auch wenn es erstmal wehtat eine ganze Zeit lang, doch zu einem Schluss kommen kann. Und es gibt dann doch Hoffnung. Wenn Piraten abgekämpft sind, sind sie auch kompromissbereit. Gut, dann hoffen wir, dass der Bundesparteitag das auch so sieht. Dankeschön. Dann haben wir jetzt den Heiko hier aus Schleswig-Holstein. Erzähl du doch mal von deinen Eindrücken vom Finanzratstreffen hier in Potsdam. Naja, die große Frage, die sich jetzt stellte, war die Finanzierungssituation der einzelnen Landesverbände nach der Situation der vier Landtagswahlen. Dadurch hatte sich eine Verzerrung ergeben, dass vier Landesverbände relativ große Einnahmen gehabt hatten durch die Parteienfinanzierung. Und andere Länder sehnsüchtig auf diese großen Summen guckten. Und da mussten wir halt eine Lösung finden, die hier einen gerechten Ausgleich schafft. Und ist das nach deinem Eindruck gelungen? Das ist nach meinem Eindruck gelungen, vor allen Dingen, weil die Geberländer in Anführungsstrichen, dazu gehört Schleswig-Holstein ja auch, ich glaube, ja, alle zusammen eine recht große Solidarität gezeigt haben, auch gegenüber allen anderen Landesverbänden. Das Wichtigste war ja, nicht jetzt kurzfristig eine Lösung zu finden, sondern eine Lösung zu finden, die auch über viele Jahre trägt. Insofern empfehlen wir auch diesen Antrag, den wir am Bundesparteitag stellen wollen, für die weitere Finanzierung möglichst langfristig laufen zu lassen. Weil im Wechsel der nächsten Jahre kommen weitere Landtagswahlen dazu und dadurch haben auch andere Landesverbände dann Einnahmen, die in den großen Topf fließen können, sodass wir, dass es uns wirklich gelungen ist, jetzt nicht auf 2013, 2014 zu gucken, sondern eine Regelung gefunden haben, von der wir glauben, dass sie langfristig trägt und allen gerecht wird. Gut, und wie war die Stimmung so? Wie gefiel dir das, die Art und Weise der Diskussion? War das alles so zufriedenstellend? Ich meine, am Anfang wird es ja sicherlich auch unterschiedliche Positionen gegeben haben. Es gab ja diverse Anträge. Und wie beschreibt mal die Atmosphäre? Ach, ein bisschen chaotisch ist das bei den Piraten immer. Aber es ist einfach von Vorteil, wenn man sich Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt und diskutieren kann. Es ist einfach was anderes, als wenn man im Mumble diskutiert und weit getrennt auseinandersetzt, weil man auch sehr schnell auch grafisch aufgearbeitete Tabellen wieder neu ansehen kann und so weiter. Also die Arbeitsatmosphäre fand ich sehr dicht und sehr intensiv. Ja, die Pizzapausen waren auch dabei, aber wir sind rechtzeitig zu einem guten Ergebnis gekommen. Wunderbar, vielen Dank. So, jetzt haben wir aus dem Landesverband Bayern den Christian bei uns. Erzähl doch nochmal deine Eindrücke vom Treffen des Finanzrates in Potsdam. Nach zwei Tagen intensiver Diskussion bin ich absolut zufrieden mit dem endgültigen Ergebnis. Was sind die Punkte, die dich am meisten überzeugt haben von dem Ergebnis oder von dem Antrag, der dann an den Bundesparteitag gestellt werden soll? Dass wir jetzt aus fünf verschiedenen Anträgen, die wir gestern besprochen haben, dann schlussendlich tatsächlich einen gemacht haben. Und von der Atmosphäre und dem Ablauf der Veranstaltung, damit bist du auch zufrieden?
ich bin froh, dass wir hier in Brandenburg eine sehr nette Atmosphäre vorgefunden haben. Sicherlich kann man einiges optimieren, aber insgesamt kann man zufrieden sein mit dem Ergebnis. Okay, von der Orga würde mich jetzt so ein bisschen interessieren, was könnten wir hier vor Ort besser machen? Inhaltlich haben wir ja nicht viel zu tun gehabt als Potsdamer. Das war alles okay. Wir geben uns Mühe, dass der ÖPNV auch mal irgendwann bis zur Landesgeschäftsstelle kommt. Dann Dankeschön. Bitte. Jetzt haben wir die Chrissy hier vom Landesverband Nordrhein-Westfalen. Erzähl du mal von deinen Eindrücken vom Finanzrat-Treffen in Potsdam. Also den ersten Tag fand ich knüppelhart und knochentrocken, durchwachsen bis hin zu wirklich leidenschaftlichen Diskussionen. Und dann war der zweite Tag aber umso konstruktiver, weil wir am ersten Tag alles losgeworden sind, was wir immer schon mal sagen wollten, glaube ich. Und dadurch haben wir doch einen ziemlich guten Beschluss gefunden, finde ich. Aber es wurden keine Waffen eingesetzt und ihr seid euch nicht böse und jetzt Todfeinde? Nee, also die Waffen wurden weggesteckt und an den Tisch versteckt. Nee, wir sind keine Todfeinde. Ich glaube, wir sind heute vielleicht uns sogar näher gekommen, als wir das eigentlich erhofft hätten. Also bist du mit der Lösung oder mit dem Vorschlag, der dann an den Bundesparteitag geht, zufrieden? Ja, ich bin vor allem deshalb zufrieden, weil wir die Mitglieder mit einbeziehen und die Mitglieder auch was dazu sagen können, selber ein bisschen die Weichen stellen können, wie viel sie denn eben geben möchten, ob sie mehr oder weniger oder was auch immer geben möchten. Da ist es wichtig, dass die Mitglieder überhaupt die Möglichkeit haben, etwas dazu zu sagen. Und der Hauptgrund, warum die Mitglieder am Bundesparteitag dann in Neumarkt diesen Antrag annehmen sollen, ist? Weil es ein guter Antrag ist und wir alle so lange diskutiert haben, bis wir, glaube ich, die maximale Anzahl von Leuten zufriedenstellen konnten. Und wir waren ja für die Basis, also für euch da. Und dementsprechend würde ich sagen, wir können das alle gut empfehlen. Gut, möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Danke für den Podcast. Ich hoffe, er wird helfen, dass die Leute verstehen, was wir getan haben. Gut, gern, danke dann dir auch. Tschüss. So, dann haben wir nochmal die Steffi aus NRW. Erzähl mal du von deinen Eindrücken vom Finanzrat-Treffen in Potsdam. Ja, also ich kann mich dem nur anschließen. Es war wirklich ein sehr harter, erster, zermürbender Diskussionstag, in dem wir alle unsere Problematiken gut vermittelt haben und konnten aber heute zu meiner persönlichen Überraschung wirklich einen sehr guten, konstruktiven Weg finden. Also du bist auch mit dem Vorschlag, der dann an den Bundesparteitag gehen soll, zufrieden? Ja, also wie ich heute schon mehrfach gehört habe, auch es ist einer, wo wir alle viel abgeben, aber auch alle gut profitieren und es ist ein solidarischer Kompromiss, ja. Was sind da so für dich die herausragenden Elemente oder die Dinge, wo du sagst, das ist besonders gut jetzt an dem Antrag oder ist es vom Gesamtpaket einfach sehr ausgewogen und zufriedenstellend für alle? Also ich finde ihn sehr gerecht, aufgrund der Tatsache, dass wir unsere eigenen Einnahmen, der Teil bei den Ländern eben bleibt. Der nächste Anteil ist, dass die Basis da auch ein gutes Mitbestimmungsrecht bekommt. Ja, somit wurden alle Parteien sehr berücksichtigt, doch maximal. Wunderbar. Sonst noch irgendetwas? Nein. Gut, dann danke ich dir für die kurze Interview. Dann haben wir jetzt noch die Britta hier aus Rheinland-Pfalz. Erzähl du mal von deinen Eindrücken vom Finanzrat-Treffen in Potsdam. Ja, für mich war es die erste Finanzratssitzung. Ich war wie bei allen Piratentreffen, die ich kenne, beeindruckt, dass bei schönstem Sonnenschein über 20 Leute zwei Tage lang wirklich konstruktiv um Themen gestritten haben und versucht haben, eine sachlich begründete Lösung zu finden. Und du bist mit dem Ergebnis also, so höre ich raus, auch zufrieden, ja? Ja, ich bin sehr zufrieden damit, weil ich schon sehr enttäuscht war, dass in Bochum der Satzungsänderungsantrag 42 nicht verabschiedet wurde. Ich kann aber verstehen, dass an der Stelle zu wenig Informationen angekommen waren, um eine so fundamentale Äußerung zu treffen. Ich sehe das Ganze noch in einem größeren Kontext. Das Kernproblem der Piratenpartei ist ja, dass wir nicht hier Reichtümer verteilen, sondern Mängel verwalten. Und für mich war es jetzt auch wichtig, dass diese Sache mit dem Sockeleinkommen nochmal festgeschrieben wurde in dem Betrag, damit jeder Verband arbeitsfähig ist. Das ist für mich schon mal das grundsätzliche Prinzip, was wir haben wollen, weil uns geht es ja auch um Teilhabe. Dafür muss man überhaupt arbeitsfähig sein. Und eines unserer Kernprobleme, dass wir immer wieder an der Deckelung der Parteienfinanzierung scheitern und nicht den vollen Betrag ausschöpfen können, liegt ja auch daran, dass wir barrierefrei unseren Zugang zur Partei ermöglichen wollen, sodass wir einen sehr niedrigen Mitgliedsbeitrag haben. Also hoffst du jetzt auch, dass am Bundesparteitag dieser von euch erarbeitete Antrag angenommen wird? Ja, ich glaube, wir haben hier wirklich
nicht durch Aussitzen einen Kompromiss erreicht, der jeden irgendwie mehr oder weniger zufrieden macht, sondern es ist wirklich ein Beschluss, der mit unseren ganzen piratigen Prinzipien in Einklang steht. Und ich hoffe, dass es auch dann die nötige Zweidrittelmehrheit sichert. Gut, dann vielen Dank. Gerne. So, dann haben wir noch den Andreas aus vom Landesverband Berlin hier. Erzähl du doch mal von deinen Eindrücken vom Finanzrat-Treffen in Potsdam. Ich denke, wir sind bei einer relativ guten Lösung gelandet. Man wird natürlich nie eine hundertprozentige Einigung erzielen, aber wir sind ja dazu verpflichtet, die Mittel aus der Parteienfinanzierung auch zu verteilen und auch zwischen den Ländern da eine gewisse Solidarität herzustellen. Dass also die Länder, die mehr Geld brauchen, weil sie größer sind, weil da viele Leute wohnen, Geld von denen bekommen, die Geld haben, unter anderem auch vom Bund. Und wir haben es also tatsächlich geschafft und da war ich sehr beeindruckt, zu einer Lösung zu kommen, die von den allermeisten hier auch getragen wird. Das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Also plädierst du auch dafür, dass der Bundesparteitag den von euch erarbeiteten Antrag dann annehmen wird in Neumarkt? Bin ich unbedingt dafür. Also es gibt keine substanziellen Argumente gegen das, was wir hier beschlossen haben. Was im Wesentlichen heißt, wir nehmen die Parteienfinanzierung. Jedes Land behält selbst, was es quasi selbst erarbeitet hat. Und aus dem Überschuss der Länder, die einen Überschuss haben und aus dem Überschuss des Bundes wird ein Topf gebildet. Davon gehen 15% an den Bund. Der Rest wird aufgeteilt nach einem Schlüssel 50% Sockel, 25% nach Fläche, 25% nach Einwohnerzahl. Das kommt eigentlich allen Ländern entgegen. Sowohl die Stadtstaaten, die ja immer das Problem mit der Fläche haben, sind über den Sockelbetrag gut abgedeckt, als auch die großen Flächenländer, die immer viel Geld für den Wahlkampf brauchen, weil sie viel reisen müssen und so weiter und so fort, sind damit eigentlich gut bedient. Genau, das war auch meine nächste Frage gewesen, wie es aussieht mit dem Ausgleich zwischen Flächenländern und Stadtstaaten. Das scheint also gelungen zu sein. Das heißt, wir hoffen, dass in Neumarkt dann dieser Antrag angenommen wird. Ich würde dringend dazu raten, diesen Antrag anzunehmen, weil es wichtig ist, insbesondere für die schwächeren Landesverbände, die unterstützt werden müssen. Super. Und von der Atmosphäre des Treffens hier in Potsdam, warst du zufrieden? War das einigermaßen friedlich? War es konstruktiv? Aber vom Ergebnis her gesehen scheint es ja sehr konstruktiv gewesen zu sein. Ja, ich bin sehr zufrieden. Also der Trollfaktor war sehr, sehr gering im Vergleich zu anderen Piratenveranstaltungen. Es wurde sehr konstruktiv gearbeitet. Vielleicht hat auch der gestrige Besuch in der Braumanufaktur dazu beigetragen, da entsprechend die Chemie zwischen den Leuten herzustellen. Wunderbar, dann danke ich dir vielmals. Gerne. So, um noch eine Stimme aus dem Land Brandenburg zu haben, die auch gleichzeitig noch stellvertretender Vorsitzender des Finanzrates ist, haben wir den Bastian hier. Bastian, erzähl du mal deine Eindrücke von dem Treffen, von der Zielsetzung, wie das so gelaufen ist in den Verhandlungen, in den Diskussionen und ob du zufrieden bist mit dem Ergebnis. Ja, also Ausgang war ja eine Sitzung vorher im Mumble, wo wir schon viele Vorschläge andiskutiert haben. Der erste Tag war sehr schwierig, weil wohl auch nicht allen klar war, welche Vorschläge sich wie auswirken. Wir sind erst vom ersten Tag relativ unzufrieden zurückgeblieben. Es war, wie gesagt, keine klare Ausgangsposition. Ich denke mal, dass auch der Appell, dass man sich dann auch über Nacht nochmal Gedanken macht, auch vielleicht Gespräche führt, um eine klarere Ausgangsbasis für Entscheidungen, die wir ja treffen müssen, für uns, dass dieser Appell dann doch gefruchtet hat. Im zweiten Tag hat die Svanhild, die Bundesschatzmeisterin, auch die Sitzungsleitung übernommen, um auch Kraft ihrer Autorität dort mehr Stringenz hineinzubringen. Das ist auch wunderbar gelungen. Wir haben dann auch tatsächlich valide Zahlen bekommen. Was vielleicht nicht jeder weiß, der Finanzrat entscheidet ja sowas alles mit Zweidrittelmehrheit und Zweidrittelmehrheiten auch in so einer Sitzung zusammen zu bekommen. Insbesondere, wenn die Ausgangslage sehr, sehr komplex ist. Jeder Landesverband hat eigene Vorstellungen von seinen Finanzen und was er benötigt und welcher andere Landesverband womöglich zu viel hat. Also es sind sehr, sehr komplexe Ausgangsbedingungen. Trotzdem haben wir doch dann zur Stringenz zurückgefunden, sind viele Dinge ausgeklammert worden zunächst, um schrittweise sich einer
Lösung anzunähern. Wir haben dann quasi in einem Schachtelverfahren die Dinge herausgefunden, sodass wir immer schneller dann zum Ergebnis gekommen sind. Also am Morgen des zweiten Tages war das noch nicht so sehr abzusehen, aber doch, dann haben sich alle sehr bemüht, letztendlich sehr konstruktiv zusammenzuarbeiten. Und dann sind wir auch pünktlich fertig geworden, was uns dann wahrscheinlich selber überrascht hat. Und das Ergebnis, das haben wir jetzt schon von einigen Leuten gehört, ist von vielen begrüßt worden. Wie siehst du das? Was ist so der Hauptgrund, warum du sagst, das ist jetzt ein Antrag, den der Bundesparteitag, dem die Mitglieder zustimmen sollten, dann in Neumarkt? Weil der eigentlich für alle Landesverbände so austariert ist, dass sie damit leben können. Es gibt mit Sicherheit keine wirklichen Verlierer, was sehr vorteilhaft ist. Es gibt auch nie absolute Gewinner. Es ist einfach ein aus meiner Sicht relativ ausgewogener Beschluss geworden zum Satzungsänderungsantrag. Und ich denke mal, da können alle mit leben. Und auch die Mitglieder, die vielleicht nicht so in den Details drinstecken, wie sich die staatliche Teilfinanzierung auswirkt, können darauf vertrauen, dass die Finanzräte sich wirklich sehr, sehr intensiv Gedanken gemacht haben und auch sehr, sehr eifrig dran gefeilt haben, dass was draus wird. Ja, das haben wir jetzt irgendwie auch genau so viele andere gesagt. Und das heißt, alles in allem bist du sehr zufrieden mit der Veranstaltung, wie es so gelaufen ist, mit dem Ergebnis sowieso? Na, ich möchte mal sagen, das ist ein Ergebnis, mit dem man leben kann. Vielleicht hätten wir uns ein bisschen Zeit sparen können, weil manches eben während der Sitzung halt nicht so sehr produktiv war. Aber so ist das halt, wenn halt sehr viele Leute aufeinander angewiesen sind, zusammenkommen aus völlig unterschiedlichen Interessenlagen heraus, dann muss man sich auch erstmal zusammenraufen. Wir tagen ja nicht jeden Tag. Also es ist ja, der Präsenzsitzungen sind beim Finanzrat relativ selten. Einmal, maximal zweimal im Jahr, dass wir das überhaupt uns leisten können. Und es sind auch immer neue Finanzräte dabei, sodass wir uns auch dann immer wieder neu kennenlernen müssen. Insofern, wenn man diese Ausgangsparameter sieht, denke ich mal, können wir ganz zufrieden sein mit dem Ergebnis. Super. Möchtest du abschließend noch irgendwas dazu sagen? Ja, ich möchte an unsere Zuhörer den Tipp geben, zahlt eure Beiträge. Wir brauchen jeden Cent, weil jeder Cent erhöht unsere Einnahmen. Und das ist der beste Weg, wie wir wirklich gut überleben können. Super. Vielen Dank, Bastian. Bitte sehr.